Hallo miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich mache hier eine Lektion, eine halbe Stunde. Und es wäre gut, wenn ihr eine Decke, oder ein Küssi oder so einen Block bei euch hättet. Gut. Dann fangen wir gerade an. Ihr könnt zuerst auf den Rücken liegen. Beine könnt ihr aufstellen. Und schnauft ein paar Mal euch im eigenen Atemtempo durch die Nase ein. Und durch das offene, lockere Mund aus. Schaut, dass euch der Nacken schön lang ist, die Schultern locker. Und tut jedes Mal bei der Ausatmung ganz leicht euren Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Die Rippen nach oben schieben. Und dann fällt ihr bei der nächsten Ausatmung euch das Becken von hinten kippen, den Rücken rund machen und bei der Einatmung wieder nach vorne. Ausschnaufen, Becken nach hinten kippen. Einschnaufen, wieder nach vorne Platz machen unter dem Rücken. Beim nächsten Mal geht ihr langsam das Becken nach hinten und dann Wirbel für Wirbel aufrollen. In ein Bridging. Bleibt gerade oben, schiebt euch Knie nach vorne, spannt euch den Nacken und die Schambeine ein bisschen zum Bauch nach und ziehen. Und rollt dann mit ganz entspannten Schultern und langen Armen Wirbel für Wirbel zurück. Und wieder lösen, einschnaufen und noch eins. Becken nach hinten kippen, Wirbel für Wirbel aufrollen. Und noch eins von oben gegen zurück. Schnaufen nochmal hier und bei der Ausatmung. Nehmen wir die Arme zur Decke, rollen auf ins Bridging, nehmen die Arme ganz hinten über den Kopf und rollen dann mit entspannten Schultern langsam zurück. Und wieder lösen. Nochmal das Becken nach hinten kippen und noch einmal aufrollen. Lange Oberschenkel machen und langsam von oben gegen wieder zurück. Gut, gerade noch einmal. Bleibt dann oben, nehmt entweder die Arme zur Decke oder wenn ihr es etwas einfacher wollt, die Arme neben den Körper. Nehmt das rechte Bein auf und geht den Point runter und flex auf. Machen wir noch zweimal. Bleiben den oben. Nehmen beide Arme hinten über den Kopf, stoßen die Fersen nochmal zur Decke und rollen Wirbel für Wirbel ab. Stellen das Bein ab, kippen das Becken noch eins nach hinten, rollen wieder auf ins Bridging, nehmen entweder die Arme zur Decke oder neben den Körper, nehmen das linke Bein auf, gehen den Point ab und flex auf. Bleiben oben, stoßen die Fersen zur Decke, nehmen die Arme hinten über den Kopf und rollen langsam ab. Stellen das Bein ab, lüpfen den Kopf, nehmen die Arme vorne und rollen auf. Bleiben da und machen so kleine Crunches auf und ab. Wenn ihr Mühe habt mit dem Nacken, nehmt eine Hand hinten an den Kopf. Dann oben, mit beiden Händen den Kopf, legen den Kopf ganz schwer in die Hände und machen so noch einmal ein paar Mal. So kleine Crunches, tut vor allem eure Brustwirbelsäule aufrollen und behaltet die Lendenwirbelsäule mehr oder weniger in der neutralen Stellung.
Noch dreimal. Bleib einen Moment oben. Und roll langsam zurück. Behalte gerade die Hände hinter dem Kopf. Mache die Ellbogen ganz weit. Nehme die Füße ganz zusammen, Knie ganz zusammen. Und bring das Becken noch ganz leicht nach hinten. Jetzt gehen wir mit beiden Knien so weit wie es geht nach rechts. Drehe den Kopf ganz leicht nach links und schaue, dass der linke Ellbogen auf dem Boden bleibt. Die Jump ein bisschen zum Bauchnabel ziehen und kommen wieder in die Mitte. Wir gehen immer nach rechts. Nach rechts, linke Ellbogen bleibt auf dem Boden. Blick ganz leicht nach links. Zuerst Jump ein zum Bauchnabel und wieder in die Mitte. Und wir wechseln gerade die Seite. Gehen mit beiden Knien auf die rechte Seite, schauen zum, auf die linke, Entschuldigung. Schauen zum rechten an, schauen wir zum Bauchnabel ziehen und wieder in die Mitte kommen. Immer schauen, dass ihr zuerst das Becken ein bisschen hinterher kippt, bevor ihr eure Knie aufnehmt. Und machen noch einmal. Mit Mitte und dann dreht ihr euch alle so, dass ihr zu mir schaut und nehmt doch mit euch ein Küssi oder euren Block oder eure Decke unter den Kopf. Ihr beide Knie beugen und beide Arme nach vorne strecken. Knie und Becken bleiben ganz ruhig und wir drehen mit dem Arm nach hinten. Schaut am Arm nach und dreht das Brustbein zur Decke. Schaut am Arm nach und behaltet beide Knie und das Becken ganz stabil. Und wieder zurück, nur für dich. Und bei der Ausatmung in die Länge ziehen nach oben, Brustbein zur Decke und weit hinterher ziehen. Und nochmal zurück. Mach es noch einmal. Und dann könnt ihr euch das obere Knie ganz leicht über das untere schieben, dass ihr wirklich schön stabil bleibt im Bett. Und zurück. Gut. Ihr könnt gerade auf die andere Seite drehen. Ich tue mich so kehren, dass ihr mich immer noch nicht seht. Legt wieder das Küsschen unter den Kopf. Dann die Arme nach vorne strecken. Und wir drehen wieder den oberen Arm nach hinten. Einschnaufen zurückkommen. Ausschnaufen nochmal drehen. Becken stabil behalten. Gut, und noch einmal. Und zurückkommen. Gut, von dort dreht ihr euch wieder auf die Rücken. Die Beine wieder aufstellen. Und wir rollen noch einmal ins Brettchen rauf. Schauen wir zum Bauchnabel ziehen, aufrollen. Gut, wir nehmen den rechten Arm zur Decke und das linke Bein. Die wollen, können auch noch den linken Arm aufnehmen, ist auch ein bisschen schwieriger. Wir gehen mit dem linken Bein ab und mit dem rechten Arm hinten. Und kommen oben wieder zusammen. Kommen mit Flex zusammen und mit Point ab. Gut, machen noch zweimal. Bleiben dann, nehmen beide Arme wieder hinten über den Kopf und rollen Wirbel für Wirbel ab. Stellen das Bein ab und rollen noch einmal auf ins Bridging. Nehmen wieder entweder beide Arme auf oder nur den linken und das rechte Bein. Rechte Bein absenken, linken Arm nach hinten. Flex wieder rauf.
zwei noch. Sieben, nehmen wir wieder beide Arme hinten über den Kopf und rollen langsam ab. Stellen wir das Bein ab, lüpfen den Kopf, nehmen beide Hände hinter den Kopf, nehmen ein Bein nach dem anderen auf und rollen den Oberkörper so hoch wie es geht auf. Ziehen dann mit beiden Armen nach vorne, Hand in der Fläche zur Decke, machen den Hand jetzt einschnaufen, fünfmal aus. Die wollen euch einmal aus der rechten Beinführung strecken. Mal wechseln. Linke Bein. Und wenn ihr wollt, noch beide Beine. Noch dreimal. Und beide Knie zum Bauch ziehen, Kopf ablegen, ein nach rechts und links drehen. Wir stellen den rechten Fuß ab, haben links in den Kniekehlen, die Schulter entspannen. Wir schieben das linke Bein mit den Fersen voraus zur Decke und das rechte Bein flach auf die Matte. Einschnaufen beide zu den Beinen. Ausschnaufen nochmal strecken. Linke Sitzbeinhöcke so ein nach oben schieben. Gut, noch eins. Wir bleiben oben. Legen die Hände neben den Körper, machen Point Fuß. Und dann machen wir grosse Kreise links durch. Schaut euch vor, euch das Bein ist wie ein Rührlöffel und ihr rührt in der Pfanne von eurem Hüftgelenk. Das rechte Bein bleibt ganz ruhig, das Becken bleibt ganz ruhig. Gehen in die andere Richtung. Unten durch, über die linke Seite wieder rauf. Rechte Bein bleibt ganz ruhig. Schulter entspannen. Gut, wir bleiben in der Mitte. Das linke Knie beugen, haben die Kniekehlen. Lüpfen den Kopf, schieben die Schulter weg von den Ohren und rollen den Wirbel für Wirbel rauf. Bis oben strecken und langsam wieder zurückrollen. Machen das gerade noch zweimal. Kopf lüpfen, Beine schieben. Die, die es ein bisschen streng wollen, können die Hände loslassen und ohne Heben runter und aufrollen. Oder aufrollen mit Heben und abrollen ohne. Das letzte Mal. Bleiben dann oben die beide Beine strecken, nehmen die Arme zur Decke, schnaufen ein und bei der Ausatmung nehmen wir die Arme vor und rollen langsam von unten her Wirbel für Wirbel zurück. Nehmen wir das rechte Knie auf und das linke Bein beugen. Das rechte Bein zur Decke strecken mit den Fersen und das linke Bein flach ausstrecken. Einschnaufen wieder beugen und nochmal strecken. Nochmal beugen und nochmal strecken. Das letzte Mal. Wir bleiben hier, machen Point Fuß, legen die Hände neben den Körper, gehen mit dem rechten Bein nach rechts und machen Circles. Linke Bein schön flach auf dem Boden behalten. Und wir gehen in die andere Richtung. Becken bleibt stabil, der Nacken ist schön lang. Bei der Mitte, das Knie beugen, heben die Kniekehlen
Nicht von Kopf und Schultern. Roh, Wirbel für Wirbel. Strecken. Und langsam wieder zurück. Auch gerade wieder zweimal. In eurem Tempo. Mit oder ohne heben. Bleiben hier gestreckt auf rechten Bein. Nehmen wir noch beide Arme zur Decke. Entweder behalten wir die Arme hier oben oder wir nehmen sie wieder führen und rollen langsam Wirbel für Wirbel. Nehmen wir beide Hände in den Kopf und nehmen eins Knie nach dem anderen auf. Rollen maximal auf, das rechte Bein führen strecken und rotieren nach links. Machen Kreis-Cross. Schön langsam immer oben bleiben und nur noch rotieren. Und jetzt ein bisschen schneller. Hin und her. Noch zwei. Gut, wir behalten das rechte Bein da vorne, strecken das linke Bein zur Decke. Rotiere ganz leicht zum linken Bein und wechseln mit gestreckten Bein. Langsam zuerst. Und jetzt ein bisschen schneller. Und beide Beine beugen. Zurückziehen. Das rechte Knie nach rechts rotieren. Und das linke nach links. Gut, dann in die andere Richtung. Gut, dann haben wir in den Knien her. Lüpfen Kopf und Schulter und rollen langsam auf. Kommen wir in Schneidersitz. Ich drehe mich wieder zu euch. Und entweder auf der Matte sitzen oder auch wieder einen Block nehmen. Ich maximal aufrichten. Und wir nehmen beide Arme zur Decke, schnaufen ein. Bei der Ausatmung tun wir den linken Arm abstellen und ziehen mit dem rechten Arm so weit, wie es geht, nach links über. Kommen wir in die Mitte, nehmen die Arme seitlich und drehen gerade nach links. So weit wie es geht. Kommen wir in die Mitte, nehmen beide Arme zur Decke, senken den rechten Arm ab und ziehen mit dem linken Arm nach rechts über. Kommen wir in die Mitte und rotieren nach rechts. Mitte, nehmen beide Arme zur Decke, ziehen noch einmal nach links über, schieben die rechte Gesäßbacke ganz fest in den Boden runter, kommen in die Mitte, drehen nach links, bleiben gerade dort, gehen mit der rechten Hand zum linken Knie und die linke Hand immer hinten aufstellen, schauen über die linke Schulter und drehen so fest wie es geht nach links. Mit Mitte nehmen die Arme zur Decke, stellen die rechte Hand ab, ziehen nach rechts über. Dann mit Mitte, drehen nach rechts, heben wieder diagonal, rechte Hand hinten aufstellen und so weit wie es geht nach rechts. Mit Mitte. Wir gerade mal unsere Beine wechseln. Und uns im Schneidersitz einfach selber jedes für sich noch ein bisschen dehnen, die Hände vorne ablegen und möglichst weit führen ziehen. Die
Die, die können, die gehen über den Schneidersitz auf die Knie, die anderen durch die Hüfte. Kommen dann in den Kniestand. Die wieder ganz leicht so ein bisschen Schambein zum Bauchnabel ziehen. Nehmen wir den rechten Arm zur Decke und die linke Hand legen wir hinten auf den Rücken. Dann ziehen wir mit dem rechten Arm so weit wie es geht nach links. Und jetzt drehen wir unseren Oberkörper ganz leicht nach links. Becken schaut immer noch nach vorne. Schauen über die linke Schulter. Kommen in die Mitte und gerade wechseln. Ziehen nach rechts. Und drehen ganz leicht mit dem Oberkörper nach rechts. Becken schaut immer noch nach vorne. Kommen mit in die Mitte und wechseln. Ziehen nach links. Leichte Rotation. Nach links. Kommen mit in die Mitte. Ziehen mit dem linken Arm nach rechts. Und eine leichte Rotation nach rechts. Kommen mit in die Mitte. Und gehen dann mit beiden Händen auf die Matte. Die vier Füße stellen die Zehen gerade auf, machen einen runden Rücken und einen hohlen Rücken. Kopflüpfen, Schultern nach oben, ziehen ganz leicht mit den Händen zu den Knien, machen wieder einen runden Rücken, stoßen unsere Fingerspitzen nach vorne. Und noch einen hohlen Rücken. Bleiben dann in diesem hohlen Rücken und gehen mit dem Gesäß langsam so richtig fersen, bis es so ein bisschen spannt, vielleicht auch in die Zehen. Bleiben dort, lüpfen den Knie und kommen gerade in den Hund. Die ein bisschen im Hund wacken. Die beiden Knie ein bisschen beugen. Rücken einmal maximal strecken. Und die Beine einmal langsam auf die Tür strecken. Laufen dann von hier zurück zu unseren Füßen. Die Knie beugen. Halten die Finger auf dem Boden und strecken die Beine nur so weit, dass wir die Finger auf der Matte behalten können. Halten die Dehnung, die für euch möglich ist. Und rollen dann von unten her. Langsam Wirbel für Wirbel auf. Kreisen. Schauen dann ein und rollen von oben gegen oben wieder langsam zurück. Laufen für die Brettposition. Eben einen Moment. Stoßen uns wie so ein bisschen aus den Schultern raus und gehen dann entweder von den Knien her oder gerade so langsam. Zuerst mit dem Brustbein vom Boden. Becken auf den Boden. Legen gerade die linke Hand unter die Stirn. Das rechte Knie beugen und mit der rechten Hand das Fußgelenk heben. Schauen, dass die Knie schön beieinander sind. Die Schambein zum Bauchnabel ziehen und so ganz leicht mit dem rechten Fuß in die rechte Hand drücken. Bis ihr eine Dehnung vorne im rechten Oberschenkel spürt. Dann lösen und die Hand wechseln. Rechte Hand unter die Stirn, mit der linken Hand das linke Fußgelenk heben. Schambein zum Bauchnabel ziehen und wieder ganz leicht mit dem Fuß in die Hand drücken. Und lösen. Von dort kommen wir auf unsere Unterarme. Die Hände schauen nach vorne. Und jetzt sind wir einfach so ein bisschen einsinken. Die Schultern kommen zu den Ohren. Und jetzt stoßen wir uns wie so ein bisschen weg. Die Schultern gehen weg von den Ohren. Und unsere Brustwirbelsäule tun wir ganz leicht aufrichten. Ziehen mit den Ellbogen
zu den Füßen runter. Machen den Nacken lang. Die Schambeine noch einmal zum Bauchnabel ziehen. Und dann ziehen wir uns das rechte Knie beugen. Mit den Fersen Richtung Gesäß kommen. Ohne dass wir einsinken, im ganz leichten Druck geben mit den Ellbogen Richtung Füße und wieder lösen. Einmal einsinken, einschnaufen. Ausschnaufen, wieder raufkommen. Wie wenn so einen starken, schweren Baum gegen unser Brustbein würde drücken. Und dann ziehen wir die linke Ferse Richtung Gesäß ziehen und noch eine Schambein in den Boden hineinschieben. Und so ein bisschen die Bauchdecke wegziehen vom Boden. Und wieder lösen. Einsinken. Nochmal raufkommen. Und noch einmal die rechte Ferse zum Gesäß ziehen. Vielleicht geht es schon ein bisschen weiter. Bauchdecke ein bisschen wegziehen von der Matte. Lösen. Einsinken. Und noch einmal die linke Seite. Ferse zum Gesäß, Bauchdecke wegziehen vom Boden und zurückkommen. Die beiden Fersen, beide Zehen aufstellen, die ganz gut den Bauch spannen und kommen auf den Unterarm stützen und bleiben. Noch 3 Atemzüge. Knie abstellen. Und einen Moment hinten ins Päckchen. Alles loslassen. Laufen noch einmal von vorne mit den Händen, stellen die Zehen noch auf und kommen noch einmal in den Hund, der zum Boden runterschaut. Ins Brett. Gehen mit der linken Hand zu der rechten. Nehmen den rechten Arm auf und kippen beide Fersen auf die linke Seite. Kommen ins Tar. Bleiben 3 Atemzüge. Kommen wieder zurück. Gehen dann mit der rechten Hand zu der linken. Kippen beide Fersen auf die linke Seite. Nehmen den linken Arm auf. Kommen wieder zurück und stoßen uns wieder zurück in den Hund. Nehmen das rechte Bein zur Decke. Kommen wir führen und nehmen den rechten Fuß zwischen unsere Hände. Könnt ihr nachhelfen. Gehen weit führen mit dem rechten Knie, bis wir das linke Knie abstellen können. Uns aufrichten. Nehmen die linke Hand zur Decke und stoßen das rechte Bein so ein bisschen nach vorne. Blick diagonal zur Decke. Kommen wir jetzt zurück, gehen mit der linken Hand zum rechten Knie, nehmen den rechten Arm auf und drehen so weit wie es geht nach hinten. Schultern mal wegziehen von den Ohren. Kommen wir wieder zurück. Nehmen die linke Hand die Innenseite vom rechten Fuß und ziehen mit dem rechten Arm zur Decke. Bleiben hier, das Hinterbein aufstellen und strecken. Kommen zurück, nehmen das rechte Bein und kommen wieder in den Hund, der zum Boden schaut. Laufen zurück zu den Füßen. Knöchel beugen. Gehen mit der rechten Hand an die Aussenseite vom linken Unterschenkel und ziehen mit dem linken Arm zur Decke. Wenn es geht, strecken wir beide Beine noch ein bisschen. Gehen wir zurück, beide Beine beugen, Seiten wechseln und wenn es geht, strecken wir beide wieder durch. Gehen wir zurück. Und rollen Wirbel für Wirbel. Schultern kreisen. Und rollen dann von oben gegen oben wieder zurück in den Hund. Nehmen das linke Bein auf.
Lüpfe die rechte Ferse, schau nach vorne, bringe den linken Fuß zwischen die Hände, den rechten Knie abstellen, Oberkörper aufrichten, rechten Arm zur Decke, linken Knie nach vorne ziehen. Ein bisschen zurück, rechte Hand ans linke Knie, mit dem linken Arm einen grossen Bogen nach hinten. Gebt ein bisschen Druck mit dem linken Knie an die rechte Hand. Kommt wieder zurück. Stellt die rechte Hand auf die Innenseite vom linken Fuß und nehmt den linken Arm zur Decke. Hintere Bein aufstellen, strecken. Wieder zurück, beide Hände neben Fuß und zurück in Hund. Schaut dann vorne zu euren Händen, lauft oder springt so seitlich von euren Händen. Ich abdrehen. Und dann geht ihr mit euren Ellbogen Knie auseinanderdrücken. Beide Handballen fest zusammen. Und noch einmal den Rücken gut strecken. Und dann muss ich ein bisschen Dehnung auf der Innenseite der Oberschenkel spüren. Schulter runter, Schädel zur Decke. Gut durchschnaufen. Lösen. Langsam absitzen. Beine mal nach vorne strecken. Arme zur Decke nehmen. Entweder nach vorne oder hier behalten. Zeitlupe-Tempo langsam aber. Arme neben den Körper. Augen nochmal schließen und ein paar Mal gut durchschnaufen. Schraubt noch ein Stiefel. Bei der Ausatmung eins Bein nach dem anderen oben. Hebt in den Kniekehlen. Drückt den Kopf. Rollt auf. Ins Sitzen. Nehmt vielleicht noch ein Küsschen oder die Decke oder den Block. Bin noch ein im Schneidersitz. Bleiben. Tut noch mal gut aufrichten. Und tut dreimal richtig tief. In den Brustkorb, bis in den Bauch runter einschnaufen. Und alle Luft wieder raus. Und das letzte Mal, die einschnaufen, nehmen die Arme oben zusammen. Vor unsere Brust. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Und bis bald. Tschüss zusammen. Bleibe gesund.